Einen wunderschönen guten Tag zur ersten Let's Play-Folge hier im LS17. Die etwas ruhigere Variante als sonst im Livestream oder auf Multiplayer oder wie auch immer. Startet jetzt einfach mal hier die etwas gemütlichere Runde im LS17 auf meinem kleinen Hof hier mitten in Amerika, im Nordwesten Amerikas genauer gesagt. Und einige kennen es ja schon aus den Livestreams, da ist es ja sauber rund gegangen, beziehungsweise wir haben sehr viel gemacht. Jetzt geht es halt einfach hier mal ein bisschen in die Singleplayer-Geschichte. Natürlich sind ein paar Mods am Start, die hier auch genutzt werden. Zum Beispiel ist mittlerweile auch der GPS-Mod verfügbar und zum anderen auch Drive Control, was mir natürlich persönlich sehr entgegenkommt. Und in diesem Zuge, ja, werden wir das Ganze hier mal starten. Die Felder sind nach wie vor in dem Zustand, wie sie nach den Livestreams waren. Das heißt, wir haben ein Feld als Wiese und zwei Felder wieder frisch angesät. Die müssen wir dann dementsprechend noch zwischendrin mal düngen, dass wir auch die maximale Ertragsstufe erreichen. Ich spiele das Ganze hier auf schwer mit Pflügen aktiviert, beziehungsweise Pflug muss quasi oder Pflugpflicht, und das Ganze, jetzt bin ich falsch gefahren, okay, das werden wir auch noch lernen, wo wir hier lang fahren müssen. Also Pflügen ist aktiviert oder die Pflicht zum Pflügen und auch eben drei Düngestufen, nicht nur eine. Ja, ansonsten gleich mal hier ein bisschen mit einem Resümee über die ersten Stunden im LS. Es sind jetzt doch bei mir auch schon knappe 50 Stunden, also ja, doch einiges. Wir haben bis jetzt den Multiplayer getestet, wir haben den Singleplayer ausgiebig natürlich getestet. Noch nicht alles, ganz klar, also es sind auch viele Sachen noch dabei, die noch nicht getestet wurden. Aber ich denke, für ein kleines Resümee kann man auf jeden Fall mal hier was dazu sagen zu den ganzen Geschichten. Und ich muss sagen, ich bin sehr erfreut über den LS17, über die Geschichten, wie jetzt zum Beispiel die Sache mit dem Licht natürlich. Ich kann hier bei Nacht fahren und man sieht was zum einen, und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wir hier keinerlei FPS-Probleme mehr haben. Nicht so, wie es mal im LS15 eigentlich schon fast Gewohnheit war, dass wir hier wirklich sehr, sehr oft sehr, sehr schlechte FPS hatten. Das ist hier jetzt mehr oder minder eigentlich Geschichte, denn wir können hier wirklich mit über 60 FPS sehr moderat spielen, ohne eben ständig irgendwelche Einbrüche zu haben. Ansonsten viele Kleinigkeiten, die einfach hier reingekommen sind, die den LS jetzt einfach auch wieder spielbar machen, beziehungsweise auch interessant machen im Gegensatz zum 15er, sind natürlich mit reingekommen. Es sind Sachen, die man jetzt nicht unbedingt gleich aufs Gameplay hier überträgt, aber die natürlich das tägliche Arbeiten im LS schon interessant machen und auch eben spannend machen. Gerade jetzt natürlich am Anfang, wo man noch vieles neu entdeckt und noch nicht alles gesehen hat. Das ist halt immer ganz schön, wie zum Beispiel auch eben die Geschichte hier mit den Gräsern beziehungsweise mit den Blumen in den Gräsern, dass die sich einfach immer wieder ändern, immer wieder hier verschiedene Farben haben und das Ganze eben dann auch dementsprechend sehr, sehr interessant gestaltet wird, weil es sieht halt doch immer anders aus, als man es verlassen hat in der Regel. Und ja, solche kleinen Details machen das Ganze natürlich interessant hier. Und ja, dann gibt es natürlich auch die Geschichte, dass unsere Nachbarbauern hier nicht untätig rumsitzen und stehen, sondern
es ändert sich auch da bei deren Felder immer wieder was. Und jedes Mal, wenn man an einem Feld vorbeifährt und ein bisschen Zeit verstrichen ist, sieht es einfach wieder anders aus. Belebt natürlich die ganze Geschichte hier ungemein. Man hat immer den Eindruck, hey, man ist nicht unbedingt alleine hier auf der Karte, sondern es arbeitet jemand mit. Und das sind so, ja, so Kleinigkeiten eigentlich, aber die natürlich auch wieder sehr, sehr viel Spaß am Spiel bringen und das Ganze auch interessant machen. Ansonsten natürlich diese Riesenfülle an Fahrzeugen. Das ist unglaublich, wie viele Fahrzeuge hier eigentlich sind. Ich habe mir noch nicht mal ansatzweise alle angeschaut. Jetzt habe ich aber, wie schon gesagt, sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, den LS schon zu spielen und vieles auch auszuprobieren und so weiter und so fort. Also ja, ein Fass ohne Boden eigentlich, was die Mods angeht oder was die Standardfahrzeuge allein schon hier angeht und natürlich dann auch eine Fülle an Mods, die hier noch mit dazukommen. Und ich stelle mich hier gerade mal wieder beim Ballen einlagern ziemlich an, muss ich auch gerade zugeben. Das ist natürlich nicht schön, aber in Innenperspektive hier Ballen zu fahren ist auch nicht unbedingt einfach. Und wer es jetzt gerade gesehen hat, das waren auch so Geschichten, die gingen eigentlich im LS 15 Uhr überhaupt nicht. Mal hier einen Ballen irgendwie seitlich mal schnell anzupieksen, das war eigentlich so gut wie unmöglich. Und ja, das, wie gesagt, das macht halt auch wieder so das ganze Spiel interessant und ja, natürlich auch spielbarer, muss man auch dazu sagen, denn Ballenladen im LS15 war jetzt eher so, ja, eine sehr anstrengende Angelegenheit. Jetzt mittlerweile, wenn man sich natürlich darauf konzentriert und hier nicht daneben noch redet und sich überlegt, was man jetzt zu dem Resümee alles sagt, dann ist es definitiv meines Erachtens einfacher geworden und auch intuitiver. Ja, ansonsten eine extrem, ja, modulare Geschichte, was die Menüs angeht. Ich kann hier sehr, sehr viele Sachen mir noch so anpassen, wie ich es gerne hätte. Das heißt auch im Endeffekt den Grundschwierigkeitsgrad, aber dann auch noch in dem Schwierigkeitsgrad verschiedene Sachen ein- und ausschalten, was den Schwierigkeitsgrad natürlich dann wieder ein bisschen verändert und zum Teil natürlich entweder mir den schwierigsten Schwierigkeitsgrad etwas leichter macht oder halt einfach den leichten auch ein bisschen schwieriger. Das heißt, im Endeffekt könnten wir jetzt auch auf leicht spielen und uns alle Funktionen aus dem schweren Spiel holen, außer natürlich die Preise. Die wären dann dementsprechend so wie im leichten Spiel. Wäre natürlich gerade für ein Let's Play auch nicht blöd, denn dann bräuchte ich nicht so viel arbeiten, um mir Maschinen leisten zu können. Aber ich sehe das Ganze jetzt so: Wir haben 2 Jahre vor uns mit dem LS und ja, wir werden, denke ich, dieses Projekt hier starten auf der Standard-Map, wie wir es gerade tun. Und sobald sich eine schöne Möglichkeit ergibt, dass wir auf eine Mod-Map wechseln können, werden wir das mit dem ganzen Spielstand hier tun. Das heißt, ich werde ziemlich wahrscheinlich nicht mehr ganze Let's Plays komplett neu anfangen, sondern eher das Ganze ein bisschen hochspielen, wenn man natürlich an dem Punkt ist, wo man eigentlich nicht mehr spielen braucht, weil sich das Geld schon von selbst vermehrt, dann werde ich mal einen Cut machen und eben bei einem Wechsel wieder von Null anfangen. Aber grundsätzlich eben nicht jedes Mal, dass man hier einfach nicht immer so extrem lange Phasen hat, wo noch nicht so viel passiert. Aber grundsätzlich soll das Ganze natürlich auch dazu dienen, dass man ein bisschen was über das Spiel sieht. Vielleicht gibt es das ein oder andere, ja, wo man sich auch Tipps holen kann von eurer Seite her. Das ist eigentlich so der Hintergedanke für mich an den Let's Plays. Es muss natürlich
sich hier keiner die Tipps oder die Tricks oder was auch immer, wenn ich euch überhaupt was zeigen kann, hier natürlich abkupfern oder abgucken. Abkupfern hört sich immer ein bisschen böse an. Gibt natürlich viele Möglichkeiten und ich glaube, so ein Let's Play ist immer eine ganz interessante Geschichte. Gerade auch für Leute, die natürlich neu dabei sind. Ihr werdet es an den Mod-Vorstellungen merken. Ich mache die Mod-Vorstellungen ein bisschen ausführlicher. Heißt, ja, wen es interessiert, der bleibt natürlich dabei. Für alle, die den LS jetzt schon seit vielen, vielen Jahren spielen, ist es wahrscheinlich nicht mehr so die Neuerung. Bei vielen Mods, gerade jetzt am Anfang vom LS17, weil man sie schon kennt. Aber ich denke mir einfach, wenn ich es ein bisschen ausführlicher mache und das Ganze auch für Neuanfänger des Spiels gestalte, ist es einfach für mehr Leute auch interessant. Für alle die, die es eben schon kennen und da jetzt nicht so viel Interesse haben, tut mir leid, aber ich werde es eben eher für die breite Masse machen und nicht speziell für LS-Suchtis, die jetzt einfach nur einen Mod nach dem anderen suchen und da Infos brauchen. Denn ja, der Kanal, jetzt hat der Ball ein bisschen gebackt. Mein Kanal ist ja doch auch bekannter geworden durch die ganzen Giants Editor Geschichten, durch die Tutorials und so weiter und so fort. Und auch das werde ich weiterführen im LS17. Vieles Neues aufnehmen. Also heißt einfach, dass ich mir hier auch viele Sachen nochmal aufnehme, aber eben dann ganz speziell auf den LS17 natürlich zugeschnitten. Denn oftmals, wenn ich jetzt die Videos einfach nur umbenennen würde, das würde euch nichts nützen, denn die meisten haben dann schon ein Problem, wenn ich von einem Giants Editor 6.04 rede und ihr aber alle den 7.0 drauf habt. Das würde nichts nützen. Und von dem her werde ich natürlich die Tutorials neu machen, auch Feedback mit einfließen lassen, was ich jetzt einfach bei den ersten Tutorials oder bei dieser ganzen Serie von Tutorials gelernt habe. Das Ganze wird natürlich auch mit einfließen und ich hoffe einfach, dass ich euch damit dann auch die höchstmögliche Qualität bieten kann, was einfach Tutorials angeht, was auch hier das Let's Play angeht und so weiter und so fort. Und ich denke, ich hoffe, dass ich euch damit einfach hier ein schönes Format bieten kann auf meinem Kanal hier und auch mit den Tutorials natürlich ein bisschen Hilfestellung einfach geben kann in verschiedensten Dingen und dementsprechend, dass wir hier einfach zusammen dann eine schöne Zeit im LS17 verbringen können, unter anderem dann auch mit verschiedensten Sachen Community technisch, das heißt Community Server und solchen Sachen, ist alles gerade noch in der Entwicklungsphase. Ich bin da noch nicht so ganz durch mit den Hintergrundsystemen, denn für viele ist es natürlich interessant, wenn sie Multiplayer spielen können. Einige sehen aber da drin auch die Möglichkeit, ihre kindischen Phasen auszuleben, was bei Kindern oft aber ein Problem ist, weil bei älteren Leuten oder bei, bei erwachsenen Menschen, die ihre Kindheit ausleben wollen, die fahren dann hier eben Traktor, aber relativ realistisch und normal. Bei Kindern, die Kinder sein wollen, da wird dann ein Traktor im Wasser versenkt und so weiter und so fort. Und das möchte ich natürlich vermeiden, so gut wie es geht. Aber wie gesagt, da muss ich mir noch ein paar Gedanken dazu machen und das Ganze dann eben durchplanen und hier eben dementsprechend dann so umsetzen, dass alle Spaß an der Geschichte haben und wenn es Probleme gibt, dass man die schnell aus der Welt schaffen kann. Genau, so wären mal die grundsätzlichen Pläne mit dem LS17 und an dieser Stelle für alle, die jetzt noch dran sind, nach fast 15 Minuten ist immer eine schwierige Zeit, weil viele da schon weggeschalten haben.
möchte ich mich an dieser Stelle auch an alle neuen Abonnenten, an alle, die allgemein abonniert haben, an alle, die ja, den Kanal hier interessant finden und vor allem an alle, die so zahlreich in den Livestreams jetzt zum LS17 mit dabei waren, bedanken für ihr Abo, für ihre Kommentare, für die Daumen nach oben. Es war echt eine überwältigende Menge, gerade für mich als kleiner Kanal ist es natürlich dann so ein Event ein ja doch großes Sprungbrett und an dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön an euch alle und ja natürlich auch an die, die jetzt zuschauen. Ich hoffe, euch hat die erste Folge hier im Let's Play Format gefallen, hoffe ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Wenn euch das Ganze natürlich gefallen hat, gerne mal einen Daumen da lassen. Ich sag's eigentlich nochmal nie, aber ja, es hilft auch mir weiter, wenn ihr mich da mit Daumen und natürlich auch mit Abos unterstützt. Es tut nicht weh, kostet keinen Cent das Ganze und würde mich einfach riesig freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.